Ja, und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Samstagabend-Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wir erwarten am 24. Spieltag aktuell 23.100 Fußballfans im BB Bank Wildpark. Es sind auch noch Tickets überall außer auf der Stehplatztribüne verfügbar. Wir haben auch den Block SW, also direkt neben der Gegengerade, aufgemacht, falls jemand nah an der aktiven Fanszene sitzen will. Das waren meine Infos. Die sportlichen Infos gibt es wie immer von Cheftrainer Christian Eichner. Dankeschön. Ja, guten Tag an alle zusammen. Eine sehr, sehr gute Stimmung diese Woche gewesen, wie man sich das sicherlich auch vorstellen kann, wenn man Beobachter der ganzen Geschichte ist. Meine Wenigkeit logischerweise hat sich im Laufe der Woche auch noch verbessert und ist noch besser geworden, nachdem Marvin Wanicek auch ins Training wieder eingestiegen ist, sodass wir alle Jungs an Bord haben, die jetzt die letzten Wochen dabei waren und somit auch hoffen, dass wir diesen Schwung aus Kaiserslautern und generell den Schwung aus der gesamten Rückrunde, den die Mannschaft bisher auch verkörpert, sie hat sich eine gewisse Stabilität erarbeitet über Leistung, aber auch vordergründig, und das ist am Ende das, was zählt, über Ergebnisse. Und demzufolge steht uns ein schönes Spiel vor der Haustür morgen Abend gegen eine Mannschaft, die glaube ich sehr, sehr positiv unterwegs war im gesamten Saisonverlauf. Und wenn man an das Hinspiel denkt, sicherlich auch ein Spiel, wo unsere Phase so ein bisschen begann danach, wo wir relativ wenig gepunktet haben, wo auch der Grund lag, wenn man mal rein auf Ergebnisse geht, weswegen es sich so ein bisschen zäh angefühlt hat, gerade in diesem Mittelteil. Die Leistungen wurden dann auch ein bisschen dünner und dadurch relativ wenig Punkte gesammelt. Und jetzt haben wir schon den einen oder anderen mehr im Vergleich zur Vorrunde. Und da hoffen wir natürlich, dass wir morgen wiederum etwas draufpacken können. Danke an dich, Eiche. Dann gerne per Handzeichen die Frage anmelden, dann kommen Robin oder Nils mit dem Mikro. Und wie immer macht die Badische Neues Nachricht mit Marius Bücher den Anfang. Ja, Christian, Frage zum Termin, Samstagabend. Ihr habt jetzt schon ein paar Spiele gehabt, es kommen glaube ich auch noch welche. Ich habe jetzt keine genaue Statistik parat, aber ich glaube, ihr wart nicht so wirklich immer erfolgreich an diesen Samstagabendspielen. Wie siehst du den Termin generell, auch mal abgesehen davon, dass du eher früh zu Bett gehst normalerweise? Ich überlege jetzt gerade, ob ich mal widersprechen muss, weil ich glaube, in der Vorrunde gab es ein Spiel in Berlin. Ein Punkt bei der Hertha ist nicht ganz so verkehrt aus Trainersicht, vor allem wenn man in den letzten 5 Minuten das 2-2 macht. Jetzt gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause, glaube ich, haben wir auch einen ordentlichen Auftritt gehabt und einen Punkt mitgenommen. Um solche Mannschaften zu schlagen, musst du einen richtig guten Tag haben. Das hatten wir jetzt an beiden Abenden zufriedenstellend, aber nicht so, dass wir solche Teams dann auch zwingend schlagen können. Und morgen Abend brauchen wir wieder einen richtig guten Tag oder generell mal einen richtig guten Tag an einem Samstagabend, sodass wir da dann hoffentlich mal ein Samstagabendspiel gewinnen. Grundsätzlich habe ich gegen diesen Termin nicht so viel, auch wenn ich eher Nachmittagsspieler oder Trainer bin heutzutage. Ich glaube, für die Jungs ist es was Besonderes, zur Primetime dann nochmal aufzulaufen. Und ja, ich glaube, dass die Mannschaft für sehr, sehr viel Unterhaltung stand in der ganzen Saison. Sehr viele Torbeteiligungen, und wenn ich jetzt Entscheider wäre, wann so Spiele stattfinden, hätte ich ja immer ein bisschen eine Hoffnung verbunden, dass viel los ist, damit sich das auch lohnt. Und dafür haben wir einiges eingezahlt, und ich hoffe, dass das allerdings eher so weitergeht wie in Kaiserslautern. Dann wisst ihr, was ich meine, und zwar nicht vom 4-0 her, sondern einfach von der Tatsache, dass es auch mal ja, vielleicht eher überschaubare Halbzeiten gibt, wo nicht so viel passiert. Warum, wisst ihr, das muss ich nicht wiederholen. Das wird der Gradmesser sein, nicht die 4 Tore, sondern der Gradmesser wird sein, den eigenen 16er zu schützen. Dann wird die Mannschaft erfolgreich bleiben in der Rückrunde. Ah, ja, hier vorne Harald Linder, danke schön. Christian, das Hinspiel, wenn ich mich richtig erinnere, war eine ziemlich wilde Angelegenheit und hast dich auch massiv geärgert, zum Beispiel über diesen Ausgleichstreffer in der ersten Halbzeit, nachdem er vorher in Führung gegangen ist.
Was hat sich seither bei deiner Mannschaft geändert, dass sowas nicht mehr passieren kann? Versprechen kann ich das nicht, weil wir kennen die Liga inzwischen alle sehr, sehr gut, sodass das 4-3-Ergebnis, glaube ich, kommt jetzt jede Woche irgendwie einmal im Überblick vor. Also mir denkt jetzt jedes Wochenende, wo das mal passiert ist, und wir hatten da nicht so viele Aktien drin dieses Mal, Gott sei Dank, außer in Hamburg, aber da war es mal auf unserer Seite. Ja, das war schon ein spezielles Spiel, weil man losgelöst davon schon sagen kann, dass Kleinigkeiten diese Spiele entscheiden. Und es gibt fast jedes Wochenende, wenn es einen Sieger gibt, gibt es ein Tor Unterschied. Das ist in den seltensten Fällen so ein Ergebnis, wie wir es jetzt mal positiv in Laudern hatten, wo dann am Ende jeder Schuss dann auch drin war und das Ergebnis sicherlich ein Tor auch zu hoch ausgefallen ist am Ende, weil wir gnadenlos effizient waren. Aber mir geht es am Ende immer darum, dass diese Kleinigkeiten die Spiele entscheiden. Und da waren wir schon ehrlich in der Vorrunde, dass ich von einer Mannschaft mit dieser Erfahrung, die wir haben, dann schon erwarte, wenn ich auswärts so einen Lucky Punch setze, am Ende einer Halbzeit, in der Nachspielzeit, ich glaube in der letzten Minute der Nachspielzeit, diesen Lucky Punch setze, dass ich dann damit auch in die Halbzeitpause gehen muss. Weil ich glaube, danach wäre es für den Gegner dann auch noch zu 10 schwerer geworden, aber das ist nicht passiert, deswegen hat der Gegner in Unterzahl uns dann auf Strecke nicht unverdient geschlagen, aus meiner Sicht. Und wir haben ja mit Greuther Fürth die umgekehrte Erfahrung dann gehabt, ein paar Monate vorher zu Hause. Insofern ist es ein offenes Spiel morgen Abend, kann in alle Richtungen kippen. Wir werden versuchen, den Schwung mitzunehmen, weil wir natürlich jetzt schon diese Gier entwickelt haben, unser Saisonziel. Ja, ist nicht mehr so weit weg und das muss was freimachen in mir. Da muss ich jetzt dranbleiben, da muss ich auf dem Pedal bleiben, da muss ich zu Hause sagen, ich bin griffig, ich bin gallig, ich bin da morgen Abend und das erwarte ich von meiner Mannschaft. Dann nochmal Marius Bücher von den BNN. Frage zur Systematik oder auch speziell zum Sturm. Du hast dich zuletzt jetzt dafür entschieden, nur mit einer Spitze zu spielen und mit Igor Matanovic und Budo Zivtsivadze war dann auf der Bank. Wie schwer ist es ihm, das aktuell zu verkaufen mit den Toren, die er gemacht hat, jetzt auch letzte Woche wieder nach seiner Einwechslung? Also wie unzufrieden ist er aktuell, zumal ja für ihn auch demnächst mit Georgien ganz wichtige Spiele anstehen? Ich hoffe, dass er mega unzufrieden ist und dass er auch in einem sportlichen Maße enttäuscht ist. Das nehme ich auch wahr. Entscheidend ist, dass der Mannschaftserfolg logischerweise immer über allem steht und da ordnet sich Budo total ein und total unter, wie jeder andere in der Kabine auch. Es ist immer leichter, wenn du in der Phase dann logischerweise auch erfolgreich bist. Und das ist eine dieser harten Entscheidungen, die es ab und zu im Fußball mal gibt, wo Spieler halt auch mal aufgrund oder nicht aufgrund von Leistungen oder von Ergebnissen mal oder von Gefühlen rauskommen, sondern weil wir einfach der Überzeugung waren, dass zu diesem Zeitpunkt, wo wir das verändert haben, für dieses Spiel gegen Düsseldorf beispielsweise, uns ein zweiter defensiv denkender Sechser einfach gut tut. Und wir haben zu Null gespielt mit der Raute, wir haben zu Null gespielt im 4-4-2, wir haben aber auch alles Wilde schon zugelassen mit beiden Systemen, im Übrigen auch im Hinspiel im 4-4-2 flach, 4 Tore zugelassen. Also daran seht ihr, dass das damit relativ wenig zu tun hat. Es geht um die Bereitschaft der Spieler, nach hinten zu arbeiten. Sicherlich auch um eine gute Balance, aber auch da ist es ganz klar, wir haben Spiele auch zu Null gewonnen, wo unser zentrales Mittelfeld gefühlt, bis auf Jerome Gondorf, nur mit offensiv denkenden Spielern, überspitzt formuliert, besetzt war, die natürlich nach hinten arbeiten müssen. Momentan ist es so, dass wenn man das vielleicht durchgeht, so ein bisschen die Balance in Richtung defensiv denkenden Spielern ein bisschen sich geswitcht hat. Wenn ich als Beispiel Django Burnic nehme, der die rechte Seite bespielt und bearbeitet hat letzte Woche, dann hast du da neben Jerome Gondorf und Nikolai Rapp noch einen Spieler, der von seiner Denke auch grundsätzlich mal daher kommt, das eigene Tor zu schützen und alles, was dann nach vorne geht, ist ein schönes Beiwerk und daran hat er auch Qualitäten. Das ist der Grund, warum die Mannschaft da momentan sehr ordentlich steht und diese Stabilität war uns Trainern jetzt einfach mal für diese beiden Spiele wichtig. Morgen Abend ist es allerdings bei einem Heimspiel auch möglich, dass wir mit zwei richtigen Stürmern wieder auflaufen, weil wir
logischerweise das Spiel, wie mein Kollege aus Fürth hoffentlich das auch sagen wird, auch das Spiel für uns und er für sich mit seinen Jungs entscheiden möchte. Dann nochmal Harald Linder hier vorne, ja. Christian, du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich alle Spieler an Bord, die die letzten Wochen auch gespielt haben. Wie sieht es denn generell mit dem Lars Stindl aus? Ist der überhaupt noch eine Option für diese Saison? Ja, das hoffe ich inständig, weil Lars fehlt uns auf jeden Fall in der Mannschaft, im auf dem Platz, neben dem Platz. Mein Eindruck ist, dass er Schritte nach vorne gemacht hat die letzten Tage. Und trotzdem ist es momentan noch sehr vorsichtig von mir abzuschätzen. Ich weiß, wenn so eine Länderspielpause ansteht, das ist meistens im Fußball damit verbunden, dass man das so ein bisschen anpeilt. Das mache ich allerdings nicht, sondern ich habe die Hoffnung, dass wir Lars auf alle Fälle in der Rückrunde nochmal auf dem Platz sehen werden. Bin aber auch so ehrlich, dass ich es momentan nicht abschätzen kann, wann das sein wird. Was ich sehe, ist, dass er enorm brennt, dass logischerweise, wenn du Spieler bist, du diese Erfolge beispielsweise in Hamburg und in Kaiserslautern einfach auch als Teil auf dem Platz gerne miterlebt hättest. Und das ist aber auch sein Antrieb gleichzeitig, so schnell wie möglich wieder das mit der Mannschaft gemeinsam zu erleben. Und in der Zwischenzeit, und das hat die Mannschaft gemacht, ist es dann einfach auch notwendig, dass andere Spieler diese fehlenden Tore und fehlenden Vorbereitungen dann einfach auch gemeinschaftlich auffangen. Und das hat die Mannschaft am Samstag in Kaiserslautern mit vier verschiedenen Torschützen beeindruckend gemacht, weil das weiß man, dass es oft auch Mannschaften, die auf ihrem Niveau erfolgreich sind, ein sehr, sehr wichtiges Merkmal, dass du viele verschiedene Torschützen hast. Dann hier Nils Bohl von der Deutschen Presseagentur. Hoffnung war für mich so ein Stichwort, ein kleines Frage 1. Hast du gestern Abend diese Mitgliederversammlung verfolgt? Und wenn ja, welche Eindrücke hast du da gewonnen? Und Frage 2. Hoffst du dadurch, dass jetzt da eine Entscheidung sozusagen gefallen ist, dass der Fokus wieder ein bisschen mehr auf der sportlichen Schiene landet, wo der Erfolg ja auch tabellarisch nicht wegzudiskutieren ist? Zu all diesen Punkten werde ich mich hier nicht äußern, weil das ist nicht mein Bereich. Ich habe das natürlich verfolgt, weil ich Teil vom KSC bin und weil der KSC sehr wichtig ist und wichtig war in meinem Leben. Und deswegen habe ich das einerseits als langjähriges Teil der Gruppe verfolgt, aber natürlich als Trainer auch nochmal einen anderen Fokus darauf gehabt. Das ist ganz normal. Da dies allerdings nicht mein Bereich ist, werde ich mich dazu nicht äußern. Was die Mannschaft allerdings gezeigt hat die letzten Wochen, und das ist viel entscheidender, dass sie sportlich überzeugt hat und dass man gezeigt hat, dass trotz aller Themen, die drumherum da sind und da waren, logischerweise, und das haben wir auch zur Kenntnis genommen, uns unter der Woche und am Spieltag diese Dinge überhaupt nicht beeinträchtigt haben. 0,0, weil ich habe trotzdem meine Leistung zu bringen, wenn irgendwelchen Unruhen entstehen, dann muss das nicht unbedingt damit zu tun haben, dass wir dann samstags keine gute Leistung bringen. Aber was für uns im Sport vielleicht wichtig ist, dass es mal cool wäre, wenn wir auch mal auf einem Fachblatt vorne drauf sportlich erscheinen würden. Und das ist ja das, was unser Auftrag ist, was unsere Aufgabe ist. Ich fände es einfach eine coole Geschichte, wenn man irgendwann mal 3-4 Seiten über den Sport schreiben würde und schreiben könnte. Und daran arbeiten wir. Dann Hans Falser, ja. Christian, Hinspiel, Überzahl. Relativ lang, weiß nicht genau, 20 Minuten oder so. Länger, glaube ich sogar. Oder noch länger. Ja. Trotzdem verloren. Ist Überzahl bei euch im Training ein Thema? Übt ihr das? Habt ihr da Strategien eingearbeitet oder ausprobiert? Wie sieht das aus?
Ja, es wird selten so im 11 gegen 10 oder 10 gegen 9 gespielt, sondern eher in kleineren Spielformen, wobei die Themenfelder die gleichen sind. Trotzdem ist es jetzt kein explizites Merkmal im Training. Ich glaube, Trainingsinhalte sind dann eher mal Strategien, wenn du zurückliegst. Wie an dem besagten Tag, nehmen wir mal an, wir wären in Gleichzahl, was für Möglichkeiten haben wir da, weil es dort meistens wilder wird als in Überzahl. Aber nochmal, dass wir an diesem Tag die Überzahl überhaupt nicht festgestellt haben, sie schlecht ausgespielt haben, nicht über außen gespielt haben, keine Bälle in die Box transportiert haben, einfach gespielt haben, das haben wir gesehen. Der Gegner entscheidet das Spiel ja nicht durch eine Tatsache, dass er uns dann bespielt hat, weil das auch nicht mehr der Job war vom Gegner, sondern der hat leidenschaftlich gekämpft, hat alles reingeworfen, hat sich daraufhin, glaube ich, in Unterzahl 4 oder 5 Eckbälle erspielt oder erkämpft. Und davon war einer drin und deswegen haben wir verdient verloren. Aber das kommt ja jetzt auch nicht so oft vor im Laufe einer Saison. Ich glaube, es war jetzt einmalig bei uns, dass der Gegner in Unterzahl spielt. Deswegen, wir haben einige andere Themen, in die wir mehr Zeit investieren. Dann sehe ich kein Handzeichen mehr, dann sind damit alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich fürs Kommen und wir sehen uns morgen Abend. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.